So, guten Tag, liebe Studierende. Es freut mich, euch heute mit der ersten Einstieg zu D3.js zu starten. Wir werden jetzt einen ersten Überblick kriegen, wie man so mit D3.js arbeitet. Da einfach mal zuerst, was ist D3.js, wie funktioniert das und wie kann ich mir das installieren lokal? Ganz zu Beginn nochmal der Hinweis, ich orientiere mich an diesem Buch D3.js in Action, die zweite Ausgabe von Elijah Meeks. Das ist ein sehr gutes Lehrbuch, wo ihr alles nachlesen könnt oder auch schon etwas vorlesen könnt. Wir werden grundsätzlich, wie gesagt, hier mal das Kapitel mit dem 1 starten. Ihr werdet quasi lernen, wie man mit den Daten umgeht, wie man die Daten ladet, wie man die Daten verändert und so weiter. Und dann könnt ihr schöne Darstellungen machen, einfach so bestimmte Designs, Basics, Charts und so weiter. Auch Interaktivität einfügen, bis hin zu sehr komplexen Datenvisualisierungen, alles das in diesem Buch. Gut, jetzt, wie gesagt, brauchen wir mal als erstes den Brackets. Ihr kennt Brackets wahrscheinlich unterdessen. Startet das mal auf eurem Betriebssystem. Ich habe da auch schon ein erstes Gerüst vorbereitet, ganz klassisch, HTML, Head und so weiter. Kennt ihr schon, könnt einfach in dem Sinn das nachtippen, ziemlich basic. Und das werden wir jetzt Schritt für Schritt auffüllen. Was ihr im Brackets auch schon gesehen habt, wahrscheinlich ist da rechts mit diesem kleinen Signet, könnt ihr die Darstellung live schauen, was da passiert. Also wenn es dann mal geladen ist, dieses Brackets mit dem Chrome, könnt ihr da zum Beispiel einen Test machen. Und dann seht ihr gleich simultan auf der rechten Seite, was da geschrieben wird. Gut, jetzt zuerst habe ich gesagt, eben werden wir das D3.js mal etwas anschauen. Dazu schaut ihr euch das Ding mal am besten vor Ort an. D3.js.org, das ist die Website von D3. Da sieht es ja, habt ihr schon ganz viele Snippets gesehen. Jetzt für das Installieren lokal ist es am einfachsten, wenn ihr auf der Startseite die aktuelle Version herunterlädt. Die ist momentan 4.13. Ich habe gesehen, der Mike Bostock ist auch dran, die Version 5 herauszugeben. Grundsätzlich werden wir im nächsten Screencast mit der Version 4 arbeiten. Also ladet mal einfach dieses D3-Zip runter. Wenn ihr das habt, könnt ihr das mal öffnen. Und dann seht ihr darin entsprechend die Dateien, die heruntergeladen werden. Das ist einerseits so Beschreibungen, was wurde verändert, und dann hier die zwei Bibliotheken, D3.js und D3-min.js. Was das genau der Unterschied ist, das zeige ich euch gleich. Also geht ihr zurück auf einen Ordner, wo ihr einen Index-File beispielsweise erstellt habt mit diesem Gerüst. Kopiert dann die zwei Dokumente da rein und wie ihr seht, ist es dann auch schon ziemlich rasch drin. Also habt ihr jetzt quasi dieses Index-File und auf der gleichen Hierarchiestufe auch diese D3.js-Bibliothek. Wenn ihr die mal anschaut, D3.js ist wie gesagt ein ganz normales JavaScript-Datei. Ihr könnt das dann quasi durchblättern, findet da ja, ein paar tausend Zeilen JavaScript-Code, ziemlich ausgereifte Sache. Das gleiche ist, wenn ihr D3-min.js auftut, das ist identische Bibliothek, funktional gesehen, aber der große Unterschied ist in diesem Fall, wenn ihr das min auftut, dass das eben verkleinerte Version ist von D3. Also das heißt, alle diese Variablen, die bei D3 noch einigermaßen lesbar sind, werden jetzt bei, also das sind ja die Variablen, werden dann bei D3 minus min, werden sie dann komprimiert und auf den maximalen, also auf den minimalen Platz reduziert. Das sieht man ja auch hier, D3, die Normalbibliothek, hat 460 Kilobyte, die reduzierte weniger als die Hälfte. Das spart natürlich viel Zeit beim Laden der Dokumente, wenn man das online hat. Also, dann haben wir, wie gesagt, gesehen,
In diesem Gerüst, wenn ihr das mal reinkopiert habt, könnt ihr einen ersten kleinen Test machen. Das ist ziemlich simpel. Die Einbindung geschieht oben im Header-Tag. Dann nehmt ihr einfach ein Script und schreibt da als Quelle die entsprechende Bibliothek. In dem Fall nehmen wir jetzt die Min-Bibliothek, obwohl sie, wie gesagt, funktional das Gleiche bedeutet. So habt ihr sie eingebunden. Ihr könnt, wenn ihr wollt, auch das Ganze online einbinden. Dann müsst ihr hier, wie auf der Startseite von D3.js angegeben ist, einfach die Online-Version laden. Aber ich würde empfehlen, das mal prinzipiell lokal zu machen. Wie gesagt, hier ein kleiner Unterschied. Die Bibliothek ist noch mit Version 4 angeschrieben. Hier hat sie in dem Sinn keine zusätzliche Versionsnummerierung. Ja, und jetzt kann man einfach mal einen kleinen Test machen. Wir machen ein Div, geben dem eine ID, beispielsweise ein neues Div, und geben dem auch schon gleich einen gewissen Stil, also irgendwie eine Breite von beispielsweise, was nehmen wir da, 200 Pixel. Und dann noch eine Höhe von nochmal 200 Pixel. Und dann noch ein Rand, Border, sagen wir mal schwarz, ein Pixel und dann Solid. So, und dann können wir uns das gleich mal anschauen. Hier rechts, ich bin ein bisschen reingezoomt, darum sieht das ein bisschen komisch aus, aber wenn ich das auf 100% zoome, sieht man dieses schöne Rechteck da. Und jetzt, das ist ja noch nichts Neues, das kennt ihr schon. Was jetzt speziell ist, wir können mit D3 diese bestehenden Divs oder was auch immer dann verändern. Und das ist eigentlich das Tolle daran. Man kann jetzt sagen D3 und Brackets erkennt, dass wir D3 geladen haben, weil das hier oben ja in dem Sinn referenziert ist. Also sagen wir jetzt einen Befehl, D3.select. Mit dem wählen wir ein bestimmtes Element aus. In dem Fall jetzt mit dem Gartenhaken ein neues Div. Und können jetzt dann sagen, ja, dieses neue Div soll in der Darstellung etwas geändert werden. Und zwar nehmen wir jetzt beispielsweise den Background Color und sagen der nicht mehr einfach nur weiß, sondern wir sagen beispielsweise Yellow. Mal schauen, wenn ich mich da nicht vertippt habe, soll das klappen. Noch ein kleiner Fehler. Genau, was manchmal noch ist, man muss entsprechend einen Reload machen. Hier. So, und dann ist das ganze Ding gelb geworden. Das ist noch nicht jetzt ein Riesenschritt, aber was spannend ist, man hat jetzt in dem Sinn gesehen, wenn man jetzt vor allem hier rechts auf Inspect geht, könnt ihr schauen, was passiert in diesem DOM, also Document Object Model. Das ist in dem Sinn sehr spannend, weil jetzt kann man genau anschauen, das Dokument hier wurde in dem Sinn verändert durch diesen entsprechenden Befehl. Ein neues Div, Background Color Yellow, wurde hier oben, obwohl es im statischen HTML-Code, da ich nichts von Background Color heißt, wurde hier Color Yellow hinzugefügt. Oder wir können ein anderes machen, machen wir jetzt das Ganze noch grün. Und dann, wenn wir das neu laden, wird das Ganze grün hochgezogen. Also sobald jetzt quasi dieser JavaScript-Befehl ausgeführt wird, werden quasi diese Divs dynamisch geändert. Und was das alles für Folgen hat und Potenzial hat, das werdet ihr dann in den nächsten Screencasts erleben. Also, ich hoffe, ihr habt einen ersten Einblick gekriegt und seid gespannt, wie es weitergeht.